Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Jurassic World Evolution. Das ist mein schönes Foto. Das hat sich gelohnt. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch den Wissenschaftsauftrag lösen. Ich nehme schon mal neue Aufträge an dafür. Moment. Meister Kampfsieger. Ich würde die ja mal alle abbrechen, Leute. Wir gehen jetzt voll auf Wissenschaft, würde ich vorschlagen. Auftrag beenden, bitte. Auftrag. Wobei, den könnten wir vielleicht sogar noch lösen. Verhelfen Sie einem Dinosaurier zu 2 Kampfsiegen. Aber egal, ich will jetzt Wissenschaft nach oben pushen, Leute. So, neuer Auftrag. Und ich hätte gerne Wissenschaft. Es gibt einen neuen Job. Und ich weiß genau, wer ihn übernehmen sollte. Haben wir denn schon so viele Gäste? Ich guck mal eben. Wir haben 5372. Okay. Übrigens, was mir aufgefallen ist. Unsere guten Styracosaurus, das ist der Bestand zu hoch. Also für die ist es einfach zu voll hier. Ich überlege gerade, die könnten wir eigentlich mal umziehen lassen in das Cerato-Gehege. Ins Caranto-Gehege, so rum. Das halte ich für eine ganz gute Idee. Okay, das machen wir mal ganz schnell. Ich werde die mal eben betäuben. So, Aufgabe hinzufügen. Dann bitte einmal den guten Herrn. Und den hier. Ah, ich habe 3 Stück mittlerweile, so wie es aussieht. Hier irgendwo müsste noch einer sein. Okay, das machen wir dann gleich. Ein neuer Auftrag kam gerade rein. Nee, das will ich jetzt erstmal nicht machen. Ich will jetzt, wie gesagt, Wissenschaft nach oben bringen. Und wir haben hier neue Dinos. Ich guck mal eben, wie sieht's denn bei euch aus wegen Bestand? Ich muss mal schauen, nicht, dass es jetzt zu voll wird. Hier ist es super, die sind da, die freuen sich sogar, wenn richtig viele da sind. Hier müssen wir auf jeden Fall noch welche dazuhauen, das ist spitze. Also ich glaube, der Styracosaurus ist der Einzige, der das nicht so gerne hat, wenn da so viele, viele andere Dinos sind. Habe ich zumindest gerade den Eindruck. Okay, dann lassen wir euch mal fahren. Noch mehr Parasaurus. Ich finde die toll, die sind übelst anmutig, die Wesen irgendwie. Ich mag die. Jo, und wenn wir dann nämlich den Wissenschaftsauftrag hier gelöst haben, dann können wir dann nämlich auch mit gutem Gewissen zur nächsten Insel switchen. Das ist eher meine Kragenweite. Ein Parasaurolophus. Seine Schädelform stellt die Wissenschaft vor ein Rätsel. Eine evolutionäre Sackgasse. Aber offenbar hocheffektiv. Um solche Dinge sollte es in der Jurassic-Forschung eigentlich gehen. Jo, so jetzt müssen wir nämlich mal gucken, ob das schon ausreicht oder nicht. Es könnte sein, dass wir noch mehr davon brauchen, könnte ich mir vorstellen. So, das Schädeli. Ich werde mal gleich noch ein paar mehr ausbrüten, Moment. Machen wir mal nochmal 2 Stück, würde ich vorschlagen. So. Und hier genauso, ausbrüten. Alles klar, Leute. So, so langsam müssen wir dann auch die 5500 Zuschauer bekommen, beziehungsweise Gastanzahl. Und jetzt würde ich sehr gerne nochmal einen Auftrag annehmen. Mal sehen, ob es schon geht. Jo, geht schon wieder. Sehr, sehr nice. Wir haben da ein Angebot, das Sie sich unbedingt mal ansehen sollten. Ah, Expedition. Ja, können wir auch mal wieder machen. Eine gute Idee. Und wir können damit da jetzt auch nutzen die Gyrosphärenstation bauen, dachte ich. Ist das bei Gäste bestimmt, oder? Okay, lustige Geschichte. Dieser Mayasaurus war der erste Dino im All. Im Space Lab im Jahr 1985, steht im Reiseprospekt. Sie schlagen auch gern die Köpfe aneinander. Das haben wir aber nicht reingeschrieben. Die Bar, Restaurant. Okay, hier ist es nicht dabei. Wo kann ich denn die die Gyrosphärenstation bauen? Bei Gehege? Yo! Ach geil, die baut man ans Gehege ran. Rollen Sie in diese Attraktion, die die Dinosaurier-Sichtbarkeit verbessert, sowie für Gästezufriedenheit sorgt, zwischen den Dinosauriern herum. Oh ja, da bin ich jetzt super gespannt drauf, Leute. Das dürfte ja eigentlich relativ egal sein, wo ich es ranbaue. Die können überall rumkulern dann, wenn sie wollen. Okay, ja, bauen wir einfach mal. Könnten wir auch hier hinbauen. Dann können die dann hier so lang rollen dann, wenn sie wollen. Finde ich eigentlich ganz cool, die Idee. Aber ich muss es andersrum bauen. Aber wieso ist da oben so ein Schild? Wofür steht das Symbol? Seht ihr, was ich meine? Okay, das müssen wir mal ausprobieren eben. Wir werden ja dann sehen, was dann da steht. Ich baue es einfach mal hier hin. So, dann müssen wir mal gucken, wofür dann hier oben dieses Symbol steht. Ich weiß es gerade nicht.
So, jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Was wollen wir denn mal noch machen? Können wir schon den Auftrag annehmen gerade? Ach nee, Expedition starten. Genau, das machen wir jetzt erstmal. Okay, Pflanzenpresse sollen wir. Ja, machen wir einfach mal hier. Da werden wir auf jeden Fall einen Pflanzenfresser mit dabei haben. Diplo, Brachio. Wir haben hier irgendwo auch Paraser, habe ich auch schon gesehen eigentlich. Galli haben wir hier auch noch. Centaurosaurus, den kenne ich mal wieder nicht. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Galli hätte ich auch Bock drauf. Hier ist auch Parasaurolophus. Probieren wir mal aus. Und den Raptor und Rex wollen wir irgendwann auch auf 100% bekommen, weil wenn wir das haben, können wir dann den Indominus Rex dann nämlich ausbrüten. Da hätte ich nämlich auch super Bock drauf, um ehrlich zu sein. Also klar habe ich da Bock drauf. So, mal gucken jetzt hier. Liebe Gäste, unternehmen Sie mit unserer Virosphäre die Fahrt Ihres Lebens. Ah, ich muss eine Strecke bauen. Das ist ja interessant. Okay. Na gut, dann so hier. Ziehen wir hier mal eine Strecke lang. Muss die in sich geschlossen sein? Es muss wahrscheinlich eine kreisförmige Strecke sein, würde ich mal schätzen. Ne? Könnte ich mir vorstellen. Okay, da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf, Leute. Mal so hier. So. Dann hier lang. Dann lassen wir hier zur Foto an der Futterstation vorbei, würde ich sagen. So. Gehen da jetzt auch die Bäume hier weg? Wahrscheinlich, ne? Okay. Das ist nicht so cool, aber da müssen wir dann gucken. Dann setzen wir auf jeden Fall irgendwie wieder neu, so wie es möglich ist. So, dann hier lang. Hier lang. So, Leute, ich mache mir hier ein bisschen Wasser weg. Und gleichzeitig würde ich hier mal noch wieder ein paar Bäume hinsetzen. Mal gucken. Wir brauchen das halt wegen dem Brachio. Der braucht ganz viel Wald. Das ist krass, wie mir mittlerweile das Gehege schon wieder voll klein vorkommt, ey. Am Anfang kam mir das voll riesig vor. Hier können wir vielleicht sogar dann wieder ein bisschen Bäume wegmachen. Machen wir so hier. Und hier würde ich dann genauso dann auch noch für Pflanzenfresse, für kleinere was hinsetzen. So, die werde ich auch gleich abtransportieren. Wir bauen jetzt aber erstmal die Strecke zu Ende, Leute. So, okay, also schnupp. Okay, das werde ich nochmal wegreißen. So, hier genauso. Und jetzt, Leute, jetzt kriegt man Sinn. So. Kann ich das jetzt auch einfach hiermit verbinden? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, kann ich nicht. Ich muss das wieder neu hiermit verbinden, definitiv. Okay, dann hier lang. Hier lang. Hier muss. Ah, hiermit muss das verbunden werden. Okay, alles klar. So, gut, Leute. Ich hab's, glaube ich, jetzt. Falsches Gebäude, falsches Gebäude. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Auf jeden Fall ist es betriebsbereit. Personal verwalten. Verwaltungsansicht. Ja, wir gehen mal auf Spaß, würde ich vorschlagen. Das kann ich, glaube ich, auch bei den ganzen anderen Läden kann ich das, glaube ich, einstellen, wenn ich will. Ne? Also Spielhalle zum Beispiel. Kann ich auch auf Verwaltung gehen und einstellen, für was, wie viel verkauft wird, etc. Aber es lief immer sehr, sehr gut. Wir können mal gucken. Retro, aktuelles Gehen, nächstes Gehen. Aha, okay. Keine Ahnung. Gehen wir auch auf Spaß. Wir müssen ja gucken, Gäste. Ja, also wir, guckt mal, Leute, wir 800 wollen da rein. Dann machen wir mal. Machen wir so hier. Verkaufen für. So würden wir bloß machen. Es werden aber guck mal, das wird dynamisch angezeigt, wie viele Gäste da noch hinkommen würden. Okay, das ist ja interessant. Okay, darüber kann man natürlich auch nochmal ein bisschen optimieren, wenn man will. Ne? Das ist natürlich nicht verkehrt. Aber hier machen wir jetzt so viel Geld, eigentlich passt das erstmal. Aber im nächsten, auf der nächsten Insel können wir das dann, glaube ich, gut gebrauchen. So, jetzt bin ich ja mal sehr gespannt, wann hier die erste Kugel startet. So, währenddessen würde ich mal eben, Transporter-Team, dich hier in das alte Gehege hier bringen. Und zwar hier hin. Oh, die Ziegen. Das ist aktuell Ziegengehege. Habt ihr gesehen? Da waren zwei kleine Ziegen gewesen. So, hätten wir. Und gleich nochmal bitte. Transporter-Team. Hier müsste irgendwo noch einer liegen. Eigentlich. Hier ist noch einer. Und da will mir jemand ausbrechen. Das ist nicht so geil. Das könnte sein, dass es der andere Styracosaurus ist. Wir haben ja drei. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Das könnte sein. Wir gucken mal eben. Der ist... Nee.
Geborgenheit ist zu niedrig. Wie kann das denn sein? Ja, wir müssen einfach noch mehr ausbrüten, aber ich habe ja schon. Hier, Achtung, ab geht's. So. Das sind halt die übelsten Herdentiere, so, ne? Die rennen ja auch immer bei Jurassic World und so und Jurassic Park immer in übelsten Massen rum. So, gut. Die werden schon mal abtransportiert. Dann holen wir nochmal eben ACU-Helikopter. Und betäuben den ja auch noch. Transport hat begonnen. So, dann gucken wir mal. Ja, der spielt nämlich schon ein bisschen verrückt hier. Wobei das ein bisschen komisch ist. Wir sind hocherfreut, einen Parasaurolophus im Park willkommen. Dass die Geborgenheit so niedrig ist. Ah, wisst ihr warum? Weil die betäubten Dinos hier so rumlagen. Deswegen. Deswegen wahrscheinlich. Ja, deswegen spielen die gerade alle verrückt hier. Aber das ist auch ganz schön groß, oder? Guck mal. Überrascht mich. Oh, die sind so schön. So, du bist, du bist die Henriette. Ach du Scheiße. Wir hätten da was Interessantes für sie. Die spielen total verrückt, die Dinos. Profitables. Okay, wir müssen ganz schnell dann den anderen auch mal abtransportieren. Das habe ich ein bisschen wegen der Gyros-Fernstation. Ey, habe ich das jetzt ein bisschen aus den Augen verloren. Moment mal, hier, Aufgabe hinzufügen. Können wir irgendwo noch reparieren? Nö, also die Zäune halten aber. Ey, gut, dass wir die schweren Elektrozäune gebaut haben. Achtung, da gleich wieder. Nee, doch nicht. Ich dachte, jetzt rennen die da auch noch voll rein wieder. Ich glaube, aktuell haben die Gäste auch keinen Bock, mit der Kugel herumzufahren, könnte ich mir vorstellen, so wie die Dinos sich hier fühlen. So, habt ihr erwischt? Da ist er. Okay, alles klar. So, dann Transporter. Und den bringen wir jetzt auch schön hier ins alte Gehege. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Mann, hier überlebt man was, Leute. So, gut, dann Aufträge. Wir nehmen mal noch einen neuen Auftrag an für Wissenschaft. So. Es heißt, es gäbe einen neuen Auftrag. Ah, ein Dinosaurier, der kämpft. Okay, das ist interessant. Wie wollen wir das denn machen? Wollen wir einfach mal ein paar Raptoren reinhauen oder so? Raptoren sind eigentlich immer relativ aggressiv. Auf jeden Fall der T-Rex und die Deinonychusse, die scheinen nicht miteinander zu kämpfen. Könnte aber auch daran liegen, dass die immer genug Essen haben. Was wir halt auch machen könnten, wäre einfach die Futterstation zu deaktivieren. Das wäre auch eine Idee. Das könnte man mal ausprobieren. Ich meine, der hat ja nie Hunger. Ah, die sehen immer ein bisschen dümmlich aus, die T-Rex, auch wenn sie beeindruckend sind, wenn sie schreien. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich kann es nicht sagen. Oder wir hauen ja einfach mal noch ein paar Fleischfresser raus. Das können wir ja auch machen. Ich meine, wir haben ja wirklich genügend Platz. Also was ist Platz, aber ja. Ja, wir können ja auch einfach mal einen Pflanzenfresser reinhauen. Also ein Kylo hat der T-Rex nicht angegriffen, das wissen wir. Aber würde er wahrscheinlich auch machen. Ich hau mal noch einen Velociraptor raus, wobei da brauchen wir auch wieder zwei. Aber wir probieren es einfach mal. Wollen wir noch gute Gene reinhauen? Ja, lass mal noch gute Gene reinhauen. Die könnten sein, dass sie gegen die Deinonychusse dann kämpfen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, hier können wir noch was reinknallen. Wir probieren es einfach mal aus. So. Ausbrüten. Und nochmal. So, wir haben ja hier schon drei Upgrades drin. So, wir haben jetzt auch über 5500 Gäste. Das heißt, die Lösung, die lösen wir auch gleich. Stromausfälle, das dürfte kein Problem sein. Wir hatten, glaube ich, noch nie einen Stromausfall, weil ich einfach super viel Sicherheit in die Kraftwerke eingebaut habe. So, okay. Dann Expeditionszentrum. Joa, was wollen wir denn mal machen? Ich weiß es nicht. Parasaurolophus. Ja, nee. Hat man nicht irgendwo auch hier ein Parasaur? Ah nee, da habe ich den Parasaurolophus damit verwechselt. Das könnte auch sein. Hm? Ich würde mich auch mal interessieren, was das hier ist. Muss man da auch mal gleich gucken. So, habe ich hier noch irgendwo einen Punkt, den ich übersehe? Sieht nicht so aus, ne? Wir müssen dann wirklich erst zur nächsten Insel, damit wir dann die ganzen neuen gelben Punkte freischalten. So, ja, nehmen wir erstmal das hier. Kriegen wir mal eine schöne große Auswahl. Das brauchen wir ja alles noch. Hm, Brachio hätte ich halt auch gerne dann gleich weiter oben. Oder wir versuchen dann schon langsam mal den Raptor höher zu bekommen. Das könnte auch eine gute Idee sein. Ich mach's mal das hier. Erstmal den T-Rex. Wir versuchen erstmal den T-Rex irgendwie Richtung 100% zu bekommen. Das halte ich für die beste Idee. Produkt wurde zugestellt. So, gut, Leute. Jetzt brauchen wir für euch noch was zu essen. Bodenfutterstation. Die können wir erstmal deaktivieren. Aber es ist halt jetzt ein Styracosaurus-Ziegengehege. Muss ja auch mal sein. So, wie fühlt ihr euch?
Bestand ist super, okay, wunderbar. Das waren einfach zu viele Dinos gewesen. Das sind so, die sind so ein bisschen wie die Ankylos an sich. Haben wir überhaupt noch Ankylos? Ja, zwei Stück haben wir noch. Gustav geht's auch gut. Der Susi geht's auch gut. Das ist so wunderbar. So, wir haben jetzt auch gleich die 3-Sterne-Bewertung, das ist auch super. Ich glaube, das brauchen wir, um die nächste Insel freizuschalten, oder? Isla Pena? Haben wir die schon freigeschaltet? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Haben wir noch nicht freigeschaltet, so wie es aussieht. Doch, haben wir schon freigeschaltet. Okay, dann lösen wir jetzt wirklich nur noch die Wissenschaftsmission hier auf dieser Insel. Und im Anschluss machen wir dann wahrscheinlich schon rüber zu Isla Pena. So, guckt mal, Leute, da kullern die ersten Leute rum hier. Oh nein, ich kann die nicht verfolgen, oder was? Verwalten. Also ich kann die nicht automatisch verfolgen. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Da hätte ich mich drüber gefreut. Das ist genauso wie mit der Einschienenbahn. Würde ich halt auch sehr gerne rumcruisen. Aber ist trotzdem cool. Aber die sind ja super langsam unterwegs. Okay, vielleicht habe ich zu viel Jurassic World geguckt. Ich habe wirklich jetzt erst vor kurzem dann jetzt wieder, also vor dieser Folge an sich genau genommen, habe ich jetzt Jurassic World mir nochmal an die erste Jurassic Park angeguckt. Also den ersten guten Teil natürlich, dann Jurassic World und danach im Kino gewesen und den zweiten Jurassic World geschaut. Wobei ich den, ja, die erste Hälfte war geil gewesen, fand ich so. Die zweite Hälfte dann, wo das alles in diesem Herrenhaus gespielt hat, auch fand ich nicht ganz so geil, muss ich ehrlich sagen. Könnt ihr auch mal gerne eure Meinung zu dem Film reinschreiben. Also zu dem zweiten Teil, zu dem zweiten Jurassic World Film. Die Action in der ersten Hälfte war cool gewesen, so, fand ich. Aber dann der zweiten Hälfte da in dem Herrenhaus und so, das fand ich alles dann irgendwie nicht mehr so cool, muss ich ehrlich sagen. Am meisten mitgenommen hat mich eigentlich die Szene da mit dem Brachiosaurus. Ich muss jetzt aufpassen wegen Spoiler, oder ich mache hier irgendwie, Achtung, Spoiler oder so, keine Ahnung. Mache ich irgendwie eine Texteinblendung. Also am krassesten fand ich eigentlich wirklich die Szene mit dem Brachiosaurus, der da gestorben ist. Das war... ohne Scheiß, da hatte ich fast schon feuchte Augen gehabt, muss ich ehrlich sagen. Das hatte mich so fast am meisten mitgenommen. Aber gut. Ist halt Popcorn-Kino so, ne? Kennt man ja nicht anders mittlerweile. So, gut, wie sieht's denn aus jetzt hier? Stromausfälle läuft, jetzt haben wir auch das hier erreicht. Wunderbar. Ich wollte Ihnen sagen, wie dankbar ich für alles bin, was Sie für die Wissenschaftsabteilung getan haben. Jo, okay. Also... vielen Dank. Rufbelohnung, großes Umspannwerk. Hier ist eine Belohnung. Zum Dank für Ihre Errungenschaften auf Isla Tacaño. Ah, richtig gut, Leute. Hier. Guckt mal. Oh, das ist ja der Wahnsinn. Das können wir richtig gut gebrauchen. Zumindest dann später, wenn wir dann einen richtig riesengroßen Park dann bauen wollen. Aktuell ist ja mal alles noch immer noch relativ klein. So, dann lass mal hier die Raptoren raus. Bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie der T-Rex drauf reagiert und ob wir jetzt irgendwie mal einen Kampf oder so provozieren können. So, einfach weil es aktuell ist und ich das jetzt erst vor kurzem wieder gesehen habe, du bist jetzt einfach mal blue. Weil so richtig blau ist er nicht, ne? Eigentlich muss man da nochmal eine Textur drüber knallen. Junior. So. Okay. Dann lass gleich mal noch den zweiten raus, weil es sind ja doch sehr soziale Wesen auf jeden Fall. So, alles klar. Jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie die so aufeinander reagieren. Wir hauen mal gleich noch was raus. Ich weiß noch nicht was. Wollen wir mal Pflanzenfresser? Irgendein Pflanzenfresser, der sich vielleicht auch verteidigen kann, hätte ich ja Bock drauf. Wollen wir mal einen Trike raushauen und gucken, was passiert? Lass das mal ausprobieren, Leute. Wir hauen mal einen Trike raus und wir hauen... ah, ich weiß es nicht. Ein Diplo? Ja, Diplo ist halt echt scheiße teuer. Wir haben 22 Millionen Dollar. Ich würde es, glaube ich, einfach mal ausprobieren. Für ein Diplo könnte das hier noch so klein sein, oder? Ah, nö, für ein Diplo müsste passen eigentlich. Niedrige Gesundheit, ich gucke. Ich lasse mal ein Diplo raus. Wir testen das einfach mal. Mal gucken, was passiert. Mich würde echt interessieren, wie die Fleischfresser darauf jetzt reagieren. So, okay. Zwei Dinos haben niedrige Gesundheit. Das. Moment. Ja, wo denn? Das ist nur eine Ziege. Hier. Sabrina. Sabrina ist an Altersschwäche gestorben. Und verfault gerade. Okay, da muss ich mich ganz schnell drum kümmern. Unterwegs um Produkt ab. So, und dann hat ein Dino niedrige Gesundheit. Hier ist aber alles super. Das muss. Würden wir hier also auch alles super. Ah, die kämpfen bestimmt!
kämpfe gerade. Alles klar, Leute. Wow. Akro Mario hat den einen Velociraptor getötet. Und ein Zaun ist defekt. Was geht denn jetzt ab hier? Okay. Die Deinonikusse killen einfach die Raptoren weg. So wissen wir aber, so können wir aber ziemlich schnell ein Foto machen dann auf jeden Fall. Also wir müssen mal gucken, irgendwie sind Dinos ausgebrochen. Scheiße, das geht ab. Als erstes kümmere ich mich mal schnell drum. Müssen wir mal die zwei Dinos abtransportieren. Produkt muss eingesammelt werden. Damit der T-Rex jetzt nicht komplett verrückt spielt, Leute. Weil wenn der ausbricht, das will ich eigentlich gar nicht so richtig. Ich will es erleben. Ich will es erleben, aber jetzt? Will ich es jetzt erleben? Ich weiß es nicht. Gute Entscheidung, diesen Auftrag anzunehmen. Ich glaube, es ist wieder gut. Das haben Sie bewiesen. Danke. Nee, ist nicht alles wieder gut. Hier. Okay. Kommt auf den. Oh, sind das die Styracosaurus? Füge Aufgabe hinzu. Ist hier noch irgendwo eine? Zweie sind draußen, Dreie sind draußen. Aufgabenplatz ist voll. Scheiße. Nee, der ist aber, da ist alles okay. Die spielen einfach nur verrückt, glaube ich. Sie haben kürzlich gute Arbeit geleistet. Produkt in der Luft. Okay. Zaun reparieren. Unterwegs. Na, mal sehen, ob wir das jetzt hier noch unter Kontrolle bekommen, ey. Was ist denn dein Problem? Sozial. Okay, alles klar. Ja, das kann ich nachvollziehen. Dann hauen wir mal schon mal zwei raus. Ich kann den jetzt leider gerade nicht betäuben. Kann ich noch ein Team holen? Geht das? Nee, ich kann nur einen Helikopter haben, leider. So, gut. Das ist aber, war es Edmonto? Nee, das war der Maya gewesen, ne? Okay, dann machen wir mal noch zwei. Machen wir gleich drei. Ich muss nur aufpassen, dass es nicht zu voll wird eigentlich. So, okay. Alles klar. Mal sehen, ob wir das jetzt noch hinkriegen irgendwie. So, der wurde auch betäubt. Sehr gut. Aufgabe hinzufügen. Erstmal den, danach. Ja gut, dann mach erst den und dann den. So ist auch okay. Der ist schon über alle Berge, der Gute. So, Zaun haben wir, glaube ich, gleich wieder repariert. Ja, Ranger ist schon da. Wunderbar. Okay, sehr, sehr gut. Ah, okay, ey, bis ich das gepeilt habe, dass sie gegeneinander kämpfen, ey, ich weiß, rechts oben war da die ganze Zeit die Meldung gewesen, aber ich hab's einfach nicht gesehen. So, ja, 400.000 pro Minute, super. So, und lass mal neue Aufträge annehmen hier. Aufträge, anfordern, so. Die Gelegenheit ist da. Nutzen Sie sie. Okay, das ist nicht so schwer, aber wenn wir Dracorex machen, muss man auch gleich wieder zwei rauslassen. Das ist wichtig. Ich hoffe nur, wie gesagt, das wird jetzt hier nicht so voll in dem Gehege. Da müssen wir nochmal ein bisschen den Bestand dann durchgucken. Ach, dass ich da nicht dranbleiben kann, ne? Ich hoffe, die bauen irgendwie sowas nochmal ein, ey. Das wäre wichtig. So, wie geht's denn eigentlich euch jetzt wegen Wald und so? Ich habe ja ein bisschen was weggemacht. Da ist alles super? Bei euch ist auch alles super? Das ist cool, Leute. Das ist cool. Man stelle sich da mal vor, wir haben wirklich ein richtig Krisengehege und davon dann 15 Stück oder so. Oder 20. Und dann kommt ein T-Rex. Also wenn ich das hier so sehe, so würden die sich so wohlfühlen, also auch mit 10 bis 12 zumindest. Das ist nicht unrealistisch, Leute. So, okay. Lass mal die Dinos wieder reintransportieren. So, hier ist einer. Das ist aber... Das ist ein Styracosaurus. Der muss eigentlich in das Gehege hier. Anfrage zur Produktabholung erhalten. So, hier haben wir... Das ist ein Maya, glaube ich. Den müssen wir wieder hier zurückbringen. Produkt wird eingesammelt. Und hier haben wir... Das ist auch nochmal ein Maya, oder? Okay, dann bringen wir den auch hier rein. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. So. Und ist klar. Aufträge, ich guck mal eben. Kann ich neuen annehmen? Leider noch nicht. Leider noch nicht, Leute. So, und wir müssen Fleisch auffüllen. Ja, oder wollen wir das mal testen? Wo ist denn das jetzt hier? Ne, hier leider nicht. Ich überlege, ob wir das dann einfach mal leer lassen und dann gucken, ob der T-Rex die Deinonikusse und so weiter angreift. Das würde mich mega interessieren. So, auf jeden Fall, guck mal, jetzt kommt gleich der Trike und der Diplo raus. Dann bin ich super gespannt, was passiert. So, davor mache ich aber erstmal Schluss mit dieser Folge.
Nächste Folge lassen wir die dann gleich raus und gucken mal, wie jetzt dann der T-Rex und so drauf reagiert, wenn da jetzt hier ein paar Pflanzenfresser rauskommen. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und dann versuchen wir so schnell wie möglich dann jetzt hier die Wissenschaftsmission zu lösen und dann auf Isla Pena, zu wechseln. Und dann gucken wir mal dann. Ich will halt wirklich dann auch so schnell wie möglich, bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich zeige euch das mal eben. Ich will so schnell wie möglich auf diese Insel hier. Ist die ultimative Herausforderung für ihre Agenda auf den 5 Toten. So, weil die halt echt groß ist. Also, das ist ja die Sandbox-Insel. Ne? Die werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal zu Gemüte führen. Aber erstmal will ich ja die Kampagne durchspielen. Das ist die Kampagne, das ist Sandbox-Modus. So, und ne, das heißt, wir werden dann hier wirklich gucken, dass wir das gut schnell gelöst bekommen, Isla Pena. Und dann, hier, bin ich super gespannt drauf. Und da können wir auch mal richtig was Großes bauen. Und da habe ich halt mega Bock drauf. So, wisst ihr? Okay, Fleisch. Moment, darum... hier, ja, darum kümmere ich mich. So, gut Leute, also, bis zur nächsten Folge, würde mich freuen, macht's gut, tschüssi. Sag mir bitte Altersschwäche. Ja, Altersschwäche. Mann, hier geht's ab.